Real Fishing. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Einfach erklärt. Wie ich schon angekündigt hatte, werde ich euch heute mal das Hechtschleppen erklären. Wir befinden uns aktuell auf dem Idrosee und hier habe ich schon die ganze letzte Woche geschleppt. Ja, und jetzt zeige ich euch mal, mit was für Ködern ich angel, wie schnell ich schleppe, wie meine Aufteilung ist beim Schleppen. Ich hoffe, ich kann euch das ganz gut erklären. So, jetzt möchte ich euch erstmal meinen Aufbau zum Schleppangeln erklären, mit was für einer Montage ich fische. Erstmal als Route habe ich hier einfach eine ganz normale Norwegen-Pilk-Route. 200 Gramm Wurfgewicht ungefähr, 2,40 Meter bis 2,70 Meter lang und so eine schöne Stationärrolle, die dazu einfach passt. Als Hauptschnur habe ich eine ungefähr 0,17er geflochtene und ich habe 10 Meter Monofile, 0,50er Monofile vorgeschalten, die ihr hier seht. Einfach so eine Art Schockabsorber, dass wenn jetzt ein Hecht dran ist, dass der einfach ein bisschen Puffer hat, gerade nahe am Boot, und dass wenn ich hier mit diesen Boards fische, den Sideplanern vom Angelservice Oberbayern, dass die besser an der Schnur halten. Dann kommen wir auch gleich zu den Sideplanern oder Sideboards, wie sie auch immer genannt werden. Der heißt das Ghost Sideplaner. Der ist einfach hier an der Schnur befestigt. Das heißt, wenn der Hecht beißt, bleibt er an der Schnur. Aber er hat hier vorne so ein kleines einen kleinen Einhängemechanismus und damit wird er in die Schnur eingeklinkt. Als nächstes kommt dann ein relativ stabiler Wirbel. Ich habe da diesen Berkeley Crosslock. Ihr könnt auch andere nehmen. Nehmt was Hochqualitatives, nicht, dass es aufgeht. Dann kommt 0,75mm Hardmoni, ihr könnt auch Stahl nehmen. Ich habe eh die Erfahrung gemacht, dass die wenigsten Köder, weil sie recht groß sind, wirklich im Maul vom Hecht sind. Dann kommt ein, was wichtig ist, wirklich großer Einhänger, dass eure Köder frei spielen können. Und dann kommt als letztes ein großer Kunstköder, in dem Fall Percy the Perch von West Inn, der jetzt einfach einen Barsch stimulieren soll. Der ist jetzt tatsächlich noch relativ klein. Wir haben da alles bis zu 30,5 cm auf die Köder, aber gehe ich gleich nochmal genau ein. So, als zweite Art von Angel, die wir direkt hinterm Boot herlaufen lassen, also ohne Sideplaner, benutze ich hier so eine Jerkbait-Route, ungefähr 1,90 Meter lang, 150 Gramm Wurfgewicht und im Prinzip dann genau das gleiche Setup, also auch wieder eine monofile Vorfach, also ein relativ langes Vorfach und eine geflochtene Hauptschnur und ein Stahlvorfach, diesmal als, als Vorfach. Wieder einen großen Einhänger und in dem Fall haben wir jetzt einfach Mike the Pike von West Inn. Aber zu den Ködern, wie gesagt, sage ich gleich nochmal was. Und bei denen, die ich direkt hinterm Boot laufen lasse, schaue ich, dass die etwas tiefer laufen als die an den Sideplanern. Ja, und jetzt zeige ich euch mal, wie ich das Ganze ausbringe. So, mit dem Ausbringen müsst ihr natürlich gucken. Wenn ihr jetzt jemand habt, der für euch rudert, ist es super. Dann lasst ihr den einfach so mit 2 km/h ungefähr rudern. Wir werden später mit 3 km/h schleppen. 3 km/h bis 3,5 und so 2,8 ist so die Schleppgeschwindigkeit, die wir haben wollen. So, in meinem Fall habe ich jetzt leider niemanden, der mehr für mich rudert. Allerdings ist die Strömung recht gut. Das heißt, der Köder wird selber etwas abdriften. Was besonders gut ist, dass ihr dadurch einfach ein bisschen Abstand zu dem Board kriegt. Unser Ziel ist es, das Board ungefähr am Ende der monofilen Hauptschnur, das ist also ungefähr bei 10 Metern einzuklinken. Das heißt, der Köder wird 10 Meter hinterm Board laufen. So, wenn ihr jetzt natürlich einen Rutenhalter habt, empfehle ich euch, die Rute in den Rutenhalter zu tun und das Board in der Hand zu behalten. Dann tut ihr den Köder einfach ins Wasser, macht den Bügel einfach auf und helft vielleicht ein bisschen nach, dass die Schnur abläuft. So, jetzt sind wir hier bei dem Knoten, bei der Verbindung angelangt, die ihr hier seht. Das heißt, hier werden wir das jetzt einfach noch die monofile Schnur in den Sideplaner einklinken. Ja, ihr seht, ich habe den jetzt nicht komplett eingeklinkt in diesem kleinen Halter, sondern nur leicht an der Seite, dass wenn ihr anschlagt, der Sideplaner sich hier löst und nur noch hinten dran hängt. Da habt ihr weniger Widerstand im Drill und könnt den Fisch besser drillen. So, als nächstes, ganz simpel natürlich, schmeißen wir einfach das Planerboard ins Wasser oder den Sideplaner und lassen ihn erstmal ein bisschen abdriften. Jetzt ist hier der Punkt angelangt, wo ihr einfach eure Angel in den Rutenhalter legt und erstmal den Bügel offen lasst. So, und wenn ihr jetzt euren Sideplaner ungefähr 10 bis 20 Meter vom Boot entfernt habt, macht ihr einfach den Bügel zu und ja, dann läuft der erstmal ganz entspannt. Wenn ihr jetzt mit 2 Angeln angelt, würde ich den einen bei 10 Metern und den anderen bei 20 Metern vom Boot entfernt hinstellen und die dann einfach laufen lassen, dann kommen sie sich nicht in die Quere. Da wir jetzt allerdings mit 2 direkt hinterm Boot angeln, habe ich den jetzt ungefähr so auf 15 Meter draußen und begebe mich jetzt auf die Schleppgeschwindigkeit von 3 km/h. So, direkt hinterm Boot, da müsst ihr nicht viel beachten. Ja, ich mache jetzt hier einfach den Freilauf der Baitcaster an und lasse dann einfach bei Schleppgeschwindigkeit ablaufen. Und ich weiß ja, dass ungefähr die monofile Schnur ca. 10 Meter sind. Und wenn die weg sind, dann lasse ich vielleicht noch so
20 Meter oder so rauslaufen. So, und dann nach einer bestimmten Zeit, nach ungefähr vielleicht 10 Sekunden des Ablaufen, 15 Sekunden des Ablaufen, mache ich einfach den Bügel zu. Und die läuft jetzt relativ tief genau hinterm Boot, je nachdem natürlich auch welchen Köder ihr gerade dran habt. Wie stelle ich die Bremse ein? Ich stelle die Bremse immer so ein, dass der Köder gerade so nicht Schnur ziehen kann, beziehungsweise das Board, und stelle sie dann vielleicht 2-3 Klicks stärker ein, dass wirklich, wenn ein Fisch beißt, dass auf jeden Fall Schnur gegeben wird. Und ihr müsst dann im Prinzip auch nicht mehr anhauen, weil der Fisch dann eigentlich bei so einer hohen Geschwindigkeit einfach drauf knallt, dass er eigentlich hängt. So, jetzt möchte ich euch mal kurz zum einen den Sideplanner vom Angelservice Oberbayern vorstellen. Ich finde den sehr, sehr gut. Er ist leider etwas sehr teuer, also das Ding hat jetzt 75 Euro gekostet, wenn ihr euch vorstellt, für ein Stück Plastik ist er natürlich sehr teuer. Allerdings ist der sehr, sehr, sehr gut im Vergleich zu anderen Seilplanern vor allem, weil er relativ wenig Welle produziert, weil er relativ leicht durchs Wasser gleitet, also nicht so viel Druck auf dem Köder auf eurer Route ist und natürlich auch nicht so viel Schreckwirkung, dadurch, dass er einfach durchsichtig ist. Und das ist jetzt die größte Größe, die ist jetzt für Köder, glaube ich, bis 35 cm oder so. Wir haben jetzt den etwas kleineren, der ist auch bis 30, der funktioniert genauso gut. Bloß bei starkem Wellengang würde ich euch auf jeden Fall das ganz große Modell empfehlen. Ein weiterer Vorteil ist, dass dieser Einhänger gepolstert ist, das heißt sehr, sehr schnurschonend ist und dass ihr ihn natürlich beidseitig verwenden könnt, weil ihr das Ding so hin und her drehen könnt. Ja, was benutzen wir für Köder? Ja, ich kann von vornherein weg sagen, wir benutzen im Prinzip nur große Gummifische, fast ausschließlich. In verschiedenen Formen und Farben. Zwei Modelle, die mir sehr, sehr gut gefallen, die mir sehr am Herzen liegen, die ich sehr gut finde, sind von Castaic. Ich glaube, das sind die Swimbaits von Castaic. Und wir haben hier einmal den in Madshad und den in, ich glaube, Northern Pike, wobei mir der eher wie ein Saibling aussieht und ich den deswegen sehr gerne an Gewässern wie dem Fuschelsee zum Beispiel benutze. Der hier ist jetzt in 30,5 cm. Das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr großer Köder in 30,5 cm. Wir wollen aber auch große Hechte fangen. Das ist einer meiner besten Köder, also der ist auf jeden Fall schon sehr, sehr zerbissen, hatte schon viele Hechtangriffe, auch schon viele Hechte drauf gefangen. Und in der Farbe Madshad simuliert er eben eine Ränke. Und der ist jetzt 23 cm lang, kann ich euch auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Dann haben wir hier auch noch einen weiteren Swimbait von Castaic, der jetzt allerdings keinen festen Kopf hat, der auch ganz gut ist. Und hier noch so ein Barsch-Imitatoren, auch einen ganz normalen, also eher schlichte Gummifische, die allerdings auch sehr fängig sein können. Auch wieder hier mit zwei Haken, mit jeweils zwei Drillingen montiert. Den Einzelhaken hier oben finde ich ein bisschen sinnfrei, aber er ist halt gerade so da, deswegen behalten wir ihn da auch dran. So, dann gibt es noch die Exoten unter den Ködern, zum Beispiel den Real Eel von Savage Gear oder Percy the Perch von Westin. Mike the Pie kennt ihr ja schon, habe ich euch ja vorhin schon gezeigt und auch bei Angeln am Fuschelsee. Percy the Perch ist relativ neu in meinem Sortiment, den habe ich erst gekauft, hat mir direkt auch einen schönen Hecht gefangen. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, wo ich den Hecht gefangen habe, dann könnt ihr jetzt hier klicken. Da haben wir am Idrosee geangelt, wo wir dieses Video auch hier filmen und da hat er eben sehr gut gefangen. Der sieht sehr, sehr realistisch aus und ist zum Schleppen super. Der Real Eel von Savage Gear soll einen Aal nachstellen, ist glaube ich irgendwie in seiner Gesamtlänge 35 cm oder irgendwie sowas lang oder 30. Der Angelservice Oberbayern hat ihn am Schleppsystem montiert mit zwei Haken. Die meisten Aale werden an ihr nicht am Schwanz angegriffen, sondern hier an ihrem Körper, deswegen sitzen da auch die Haken und ist eben auch ein sehr fängiger Köder, wo eben auch viele Aale im Gewässer vorkommen. So ein bisschen raus aus dieser ganzen Gummifischlinie stößt jetzt dieser Rapala. Das ist glaube ich der Deep Tail Dancer oder Deep Tail Walker, irgendwie so heißt er. Läuft bis 9 Meter tief, den benutze ich, um wirklich die ganz tiefen Tiefen abzufischen. Da habe ich auch noch Wobbler, die ich vor allem in Norwegen benutze, die sind größer als dieser. Die laufen aber ähnlich tief und ja, mit diesen Wobblern versuche ich wirklich die ganz tief stehenden Hechte zu fangen. Und die haben auch eine super Aktion, also versucht es auf jeden Fall mal, nehmt vielleicht zwei mit, die sind relativ teuer. Gut, die Gummifische sind nicht billiger, aber die kann ich euch auf jeden Fall in eurem Sortiment nur empfehlen. Einfach um tiefstehende Hechte zu suchen und zu fangen. Im Zweifel geht auf sowas auch ein großer Barsch oder ein guter Zander. So, im Prinzip seht ihr hier das GPS, das ich benutze. Das ist so ein ganz normales Hand-GPS. Da ist auch keine Karte vom See drauf. Das benutze ich eigentlich wirklich nur, um zu sehen, wie schnell ich fahre. Und ja, da halte ich einfach die 3 km/h mehr oder weniger konstant. Und das klappt dann super. Und ich sehe auch, wenn ein Fisch beißt und ich noch Zeit habe, kann ich ihn hier einfach markieren, kann mir Platz machen und kann bei einem nächsten Besuch dann sehen, wo der Fisch gebissen hat. Ja, wie gehe ich jetzt an einem Gewässer vor, das ich noch nicht kenne, wo ich noch keine Plätze kenne und die Fische suchen will? Wenn es ein relativ breites Gewässer ist, versuche ich einfach S-Linien hoch und runter zu fahren. Also immer vom linken Ufer zum rechten Ufer und dann Kurven fahren. Und wenn es ein relativ schmales Gewässer ist, wie zum Beispiel der Fuschelsee, den er euch was sagt, versuche ich den einfach hoch und runter zu fahren, weil da ist viel Wind immer nervig, weil ihr dann viele Verhedderungen habt und ja, viele Probleme habt.
dann fahrt lieber einfach gerade. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche darauf einzugehen, ich versuche sie zu beantworten. Vielleicht habt ihr sogar noch irgendwelche Tipps. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es. Dann werde ich weiterhin einfach erklärt machen. Und wenn ihr mehr von unseren Videos sehen wollt, dann abonniert uns einfach.